Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Haus Flipper. In der letzten Folge haben wir den geilen Pool hier gemacht. Und ich werde immer noch terrorisiert von Nachrichten, das ist der Wahnsinn. Davor haben wir hier die schöne Küche fertig gemacht. Und ich bin mir sicher, ich kann das Fenster da hinten auch von außen putzen. Ich meine, aber ich kann durchlüften. Das mit dem Pool lassen wir diese Folge mal. Es geht zwar, aber ich würde sagen, wir kümmern uns mal darum, außen nochmal ein paar Sachen zu schnell zu verkaufen. Sodass wir halt wirklich mal alles wegkriegen, was irgendwie nicht nied- und nagelfest ist. Weil immerhin sollten wir den auch mal leer kriegen. Und die ganzen Bäume, die nerven, wenn sie nicht an der Stelle stehen, wo sie hingehören. Vor allem im Vorraum muss jetzt alles mal weg. Ich würde hier gerne entweder einen Rollrasen auslegen oder irgendwas anderes machen noch. So, jetzt wird der Baum mal gefällt. Jetzt tun wir hier nacheinander erstmal die vorderen Bäume fällen. Und da ist gerade der Baum neben uns gefallen. Was ich cool finde, dass du nicht an einer Stelle stehen bleiben kannst bei dem Baum, weil das ist ja natürlich... Wenn wir gerade vom Unrealismus sprechen, ne? Der Baum ist gleich gerade in die Savanne geschossen. Zack, jetzt müssen wir hier nochmal schnell ein bisschen reinhauen. Wenn man tonnenweise Nachrichten nacheinander bekommt. So. Baum fällt. Aufs Dach. So, okay. Wir haben echt schon einige Bäume gefällt. Also ich mag gar nicht wissen, wie viele Bäume allein auf diesem Gelände sind hier, ne? Klack. Aber man muss sich nicht unbedingt bewegen. Also man kann auch so einfach links, rechts gucken. So mit jedem Schlag so ein bisschen weiter rüber. Dann hackt man sich sozusagen durch den Baum durch. Und man vermeidet sich das von A nach B gehen. Den schicken wir wahrscheinlich direkt mal auf unseren neuen Pool. Könnte ich mir vorstellen. Irgendwie könnte ich mir das echt vorstellen, dass der jetzt direkt in den Pool reinknallt. So viel Glück habe ich hier nicht, natürlich immer. Der kommt weg. Der kommt weg und der kommt auch weg. Alter, schaut mal, es sind keine Bäume mehr im Vorraum. Es ist so schön. Das ist echt der Hammer, wie sauber sowas ausschauen kann. Da müsste man eigentlich sich irgendwas überlegen, aber... Ah, Lampen wären auch irgendwann schlau, ne? Das sollte man am Ende machen. Ja. Also ich würde auf jeden Fall hier diesen drei Breiten nach da hinten aufführen. Also bis hierhin geht das so. Und dann bis hierhin drei, dann muss hier, müssen wir eine Einfahrt irgendwie machen mal. Und wird immer das komplette Ding mindestens zwei Breite rumziehen. Oder dann halt hier zwei und vor. Das sollte relativ gut gehen. Da würde man sagen, wir fahren mal mit unserem Rasenmäher eine Runde. Remtetem in unserem kleinen Rennfahrzeug. Machen wir so einiges platt. Ich denke immer, es leckt, dabei leckt es gar nicht, sondern es ist einfach nur. Das Ding ist so schnell, kann man nicht die Geschwindigkeit unten runterstellen. Alter, was geht jetzt mit meinem Handy ab? Schon wieder so Terror-mäßig. Jetzt wollen wir das Simpelste machen, einfach nur die Leute nehmen. Okay, in dem Baum kommt jetzt nicht unbedingt vorbei. Das ist wie ein Rennwagen, so ein Mario Kart-Verschnitt. So, hier noch ein bisschen lang. Wie viel es zum Schneiden gibt? What the fuck?
nochmal vorbei. Wobei gefehlt dann halt. An der Hütte entlang, hier hinten rum. Alter, das Speichern, das hat man das Gefühl, das Spiel hängt sich gerade auf. Weil der Rasenmäher so schnell arbeitet. Hier nochmal rum. Hier um die Ecke. Dann ist schon mal einigermaßen alles gemäht. Für den nächsten Vorgang, aber erstmal hier vorne noch. Es ging ja eigentlich echt nur um die Front. Weil natürlich hier die Auffahrt hin muss. Oh, wir haben eine neue Fähigkeit schon wieder. Ui. Einmal im Haus lang noch. Das kann ja keinem schaden. Zack, hier nochmal. Ah, hier stimmt, hier haben wir noch. Auch. Hier haben wir auch noch eine Tür. OMG, die habe ich total vergessen. Die echt total vergessen, dass wir da noch eine fucking Tür haben, ey. What the fuck? So, okay. Schaut doch gut aus, dann tun wir jetzt mal unsere Sense noch mit. Und kümmern uns vorne um die Einfahrt. So. Dann ist die Front hier auch wieder blitzeblank. Und man sieht, wie schön es schon mittlerweile ausschaut. Zack. Hier auch noch ein bisschen. So. Die Frage ist, was machen wir mit der Autoauffahrt? Mit der müssen wir uns was überlegen. Ah, Gärtner. Ha. Schnelle Raben mit der Schaufel. Axtfest, größere Kraft, größere. Was ist denn die neue Axt? Die müssen wir schon ausprobieren. Wir haben die Axtfest, die XXL-Axt. Wie schnell ist die? Oh, GG. Für das Gelände ja perfekt. Alter, die ist ja richtig GG. Gibt euch, wie schnell die ist. Die braucht ja fast gar nichts mehr an Zeit. Baum weg. Das geht 3000 mal schneller mit der Axt. Das ist der Wahnsinn. Wir müssen öfter Rasen mähen. Das gibt echt gut Punkte. Weg mit dem Baum. Der ist auch weg. Alter, was? Das ging jetzt echt schnell. Oha. Uff. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Also, dass die so gut ist. Wow. Also, entweder sind die Bäume so scheiße. Oder das geht echt so gut. Alter, gebt euch, der ganze Vorgarten ist sauber. Jetzt gehen wir hier von hier aus nach hinten, weil hier kommen wir mit dem Ding nicht hin. Weil wir arbeiten jetzt einfach hier einmal durch. Zack. Alles einfach sauber machen. Nicht interessiert mich das. Unsere neue Axtfetz. Die muss ja sowas von GG für große Bäume sein. Das geht flott. Also wir haben jetzt echt viel Bäume hier, ne? Das muss man ja schon lassen. Das Haus hat echt... Ah, gibt euch, wie schnell das geht. Zack. Eins, zwei... Okay, der braucht mehr. Also du kriegst mit vier Schlägen teilweise einen Baum nieder. Was ist das?
Jetzt machen wir doch einfach schnell alle Bäume weg, wenn das so schnell geht, ne? Alter, die Axt ist einfach OP. Du kriegst ja einfach alles hin. Aber warte mal, den großen Baum nehmen wir auch noch mit. Dann, das waren... Wo ist denn der hin? Das waren jetzt dann alle... Bäume im kompletten Gelände. What? Oh, fucking shit. Das ging flott. Also die Upgrades bringen es einem echt. Das muss man schon lassen. Also die Bäume sind jetzt mittlerweile weg. Wie leer das auf einmal ist, das Gelände. Okay. Zum normalen Spaß wieder zurück. Wir müssen shoppen. Ah, da könnte ich mit der Fotokamera rumspielen. Aber will ich gerade nicht. Ich will... Ach, das ist irgendwas. Steinwege. Nee, ich will da Kies eigentlich haben. Oder geht auch Beton? Beton. Nee, will ich nicht. Dann nehmen wir halt Kies. Ist mir auch wurscht. Kies. Dann gehen wir so einen ganz simplen Kiesparkplatz. Einen großen aber und kaufe viele. Das ging ein bisschen daneben, aber hey. Kann es sein, dass das Tor breiter ist? Ich hätte auf jeden Fall das Gefühl, dass das Tor breiter ist. Also man merkt hier, dass ich auf jeden Fall eine Schräglage bekommen habe, aber hey. Zack, zack. Das ist die Mario Kart. Bam, 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 bam. Zack. Ich bin Drucker, ich muss Kies drucken. Dann ist das unsere Auffahrt. Haben wir nicht noch Rollrasen? Also ich würde hier das dann alles mit Rasen wieder machen. Und ich muss ja hier dann noch Rasen verlegen. Leute, ich brauche Rollrasen, ne? Rollrasen. Rollrasen. Großer Rollrasen. Jetzt kaufen. So, benutzen. So, drüber damit. Und dann schneiden. Jetzt haben wir hier nicht eine gerade Kante. Ha. Jetzt brauchen wir hier nochmal. Ich kaufe viele. Rasenbattle. Da ist er angekommen. Der nächste. Ich tue das jetzt einfach ein bisschen abpatchen alles. Da ist schon wieder... Oh, das ist eine Lücke. Nein.
Da sind zwei Lücken drin. Ah, scheiße. Das will ich nicht, so kleiner Rollrasen. Roll da schnell drüber, Junge. Und nochmal einen schnell. Jetzt kaufen, wo ist die Scheißstelle da? Das ist ja richtig uncool. So, okay. Also der Boden schaut mal, das schaut geil aus, finde ich. Hier kommt dann halt bis hierhin dann der Weg hin. Da könnten wir eigentlich auch nochmal einen dünnen Rollrasen wenigstens legen, jetzt kaufen. Dann wissen wir, um was es ging eigentlich. Und benutzen. Wir tun einfach mit dem Rollrasen alles korrigieren, was wir... Aber du kannst halt wirklich gescheit gerade arbeiten. Das muss man ja schon lassen, ne? Ich glaube, ich habe trotzdem schief gemacht. Aber schaut wenigstens gerade... Jetzt hatte ich kurz einen Herzinfarkt. Nö, ist komplett gerade. Schaut gut aus. Schaut echt gut aus. Also wir müssen auf jeden Fall viel Gras wieder patchen, weil hier ist so viel Freifläche. Das wird eine halbe Ewigkeit dauern. Gieß Wasser aus. Warum darf ich einfach Wasser rausnehmen? Wahrscheinlich, um ihn entzumontieren, oder? Komische Sache. Naja. Okay, Leute, aber wir haben es geschafft, das komplette Haus freizubauen. Und ich würde sagen, das war eine sehr erfolgreiche Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!